Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft und herzlich willkommen zu einem Video, was dich wahrscheinlich in Redstone ein bisschen verändern wird. Ich werde euch heute eine Grafikkarte in Minecraft erklären. Wir werden heute uns um serielle Daten, Technik und Sachen beschäftigen, die so unglaublich kompliziert sind, dass sie selbst im Informatikstudium eine betragende Rolle spielen. Also ihr werdet heute zu sehr schlauen Menschen, wenn ihr dieses Video schaut. Aber was ich euch zeige, möchte ich euch so erklären, dass es wirklich jeder von euch versteht. Auch wenn ihr sagt, Redstone, ich habe überhaupt keine Ahnung. Und ihr habt vielleicht in Craft Attack miterlebt, ich baue immer wieder Displays. Und wer meine Displays kennt, der wird sich vielleicht wundern, Joe, warum baust du das immer so kompliziert? Warum baust du für jedes Display immer eine Grafikkarte und so? Weil es am Ende tatsächlich leichter ist und weniger Ressourcen braucht, um ein Display dann zu bauen. Und so eine Grafikkarte benutzt letzten Endes irgendwie eine Möglichkeit, dass wir ein Signal kodieren. Das Ganze muss entkodiert werden. Das sind alles super komplexe Themengebiete. Deshalb, liebe Leute, mache ich jetzt mir sehr, sehr viel Mühe, um euch das Ganze zu erklären. Wenn ihr diese Mühe merkt und wenn ihr merkt, oh, ich verstehe es, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr dieses Video feiert und ich heute euch etwas erklären kann. Wir fangen jetzt erstmal mit einem Experiment an. Schaut euch das mal an. Ich habe eine Schiene gebaut in Minecraft und ich kann auf dieser Schiene hier oben, also die kann ich an- und ausschalten. Wenn ich zum Beispiel jetzt mir einen Schalter nehme, dann kann ich diese goldene Schiene an- und ausschalten. So, zack, zack. Ihr seht, die goldene Schiene kann ich an- und ausmachen. Und ich habe hier einen Schalter. Mit der kann ich diese goldene Schiene an- und ausmachen. So, und jetzt mache ich mal Folgendes. Wir nehmen mal Kisten-Minecarts oder lass uns mal Trichter-Minecarts und Kisten-Minecarts nehmen, okay? Ich setze mal hier einen Trichter-Minecart hin. Hier setze ich einen Trichter-Minecart hin, hier einen Kisten-Minecart und hier wieder einen Trichter-Minecart. Und wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, dann fahren die alle gleichzeitig los. Soweit so gut, okay? Und tschüss, liebe Minecarts. Okay, das habt ihr soweit verstanden. Jetzt machen wir mal Folgendes. Ihr seht, hier ist ein weiterer Knopf, ne? Ein weiteres Ding. Und jetzt stellt euch mal vor, wir setzen die wieder hier hin, unsere Minecarts. Diesmal machen wir mal Folgendes. Trichter, Kiste, Kiste, Trichter. Okay, wir machen eine Reihenfolge. Und ich schicke die Minecarts los. Wir haben jetzt hier eine Schiene und ich halte diese Schiene an. Dann bleiben die Minecarts in der Form, wie ich sie losgeschickt habe, genau in dieser Form stehen. Wir haben Trichter-Minecart, wir haben Kisten-Minecart-Trichter. Also ich kann quasi auf den Weg schicken und an einer geeigneten Stelle wieder anhalten. So, das kann ich auch mit Redstone. Und das funktioniert so, dass ich den Redstone trappen muss. Redstone kann durch Verstärker durchlaufen. So, wir können mal Folgendes machen. Wir können mal hier eine kleine Redstone-Sache bauen. Ihr seht hier Verstärker. Dadurch kann ein Redstone-Signal durchbewegt werden. Wenn ich da jetzt einen Knopf hinmache, dann zack, das läuft durch die Verstärker durch. Und ich möchte dieses Redstone-Signal jetzt festhalten. Dafür können wir eine Funktion benutzen, die die meisten nicht von euch kennen. Oder ich finde das richtig lustig. Ein Caster hat es mir auch erzählt, dass so viele Leute auf TikTok sich auch zum Beispiel gerade wundern, so, was, das geht in Minecraft? Ja, das geht. Ihr könnt, wenn ihr einen Verstärker laufen lasst, den Verstärker trappen. Ihr seht hier, Bedrock. Der Verstärker wird gelockt. Das heißt, er behält den Zustand bei, den er beim Trappen hat. Der Verstärker war aus, als ich ihn getrappt habe. Und deshalb seht ihr, er behält diesen Zustand bei. Wenn ich ihn jetzt wieder enttrappe, dann nimmt er den neuen Zustand an. Und wenn er zum Beispiel an war und ihn trappe, dann behält er diesen An-Zustand bei. Egal, ob das Kabel hinter ihm an- und ausgeht. Okay, und wir können jetzt mehrere Verstärker gleichzeitig trappen. Okay, indem wir einfach das machen, das machen, das machen, das machen und das machen. Und dann können wir mehrere Verstärker einfach wirklich so gleichzeitig trappen. Schaut euch das mal an. Zack, so. Und wir können jetzt genauso wie der Zug auch, wir können auch ein Redstone-Signal erzeugen, was ganz, ganz, ganz schnell läuft. Und das Redstone-Signal kann zum Beispiel mit Observern erzeugt werden. Wir können eine Reihe von Observern nebeneinander machen. Und durch diese Observer läuft ein Redstone-Signal durch. Das können wir mit Lampen mal sichtbar machen. Wenn wir hier an die Observer dran machen und wir backen dann hier Lampen dran. Wir setzen hier einen Block davor, dass die Lampe immer einzeln aktiviert wird. Und wir setzen hier was hin, dann seht ihr, das Signal wandert durch Observer durch. Die Besonderheit ist, das Signal wandert durch die Observer durch, genauso schnell wie bei Verstärkern. Und das macht die Sache so interessant. Achtet mal, gut, das ist jetzt ein bisschen schlecht gebaut von mir. Achtet mal drauf. Ich aktiviere das Ding in 3, 2, 1. Seht ihr, dass die Verstärker und Observer gleich schnell sind? Okay, das ist eine sehr interessante Eigenschaft. Und wenn wir jetzt mal Folgendes machen. Wir bauen hier eine kleine Technik, setzen hier einen Notenblock hin. Mit dem Notenblock können wir das immer nur einmal aktivieren, diese Schlange. Und machen jetzt Folgendes. Wir machen mal hier ein Kabel hin. Dann können wir mal Observer setzen, mal nicht. Einer muss immer am Anfang sein. Das ist wichtig. Und jetzt können wir zum Beispiel einen Observer setzen. Kein Observer. Observer, Observer, kein Observer. Und wenn ich jetzt das aktiviere, dann blinkt dieses Kabel. Ja?
Es blinkt einmal bei dem hier, einmal bei dem hier. Hier blinkt es nicht, einmal bei dem hier und einmal bei dem hier. So, letzten Endes ist das hier genau das gleiche, wie als ob, wenn wir jetzt hier eine Schiene hinmachen, Minecarts da setzen. Und zwar Kisten-Minecarts und Trichter-Minecarts. Ja? Hier ist ein Kisten-Minecart, hier ist ein Kisten-Minecart. Hier wäre ein Trichter-Minecart oder ein Furnace-Minecart, versteht ihr? Also je nachdem, ob da einer ist, wäre dann ein Kisten-Minecart oder ein Trichter-Minecart. Müsst ihr euch vorstellen. Also wir sehen, ich mache mal hier eine kleine Form. Die Form bedeutet zum Beispiel das an, aus, an. An, an, aus, an. Können wir auch mal hier nachbauen. Schaut euch das mal an. An, an, aus, aus. Ja, und jetzt fehlt noch die an. Könnt ihr euch jetzt denken. So, natürlich können wir jetzt auch hier die Minecarts fahren lassen und locken. Quasi an der richtigen Stelle. Ihr seht, die Öfen-Minecarts, die fahren ein bisschen langsamer. Deshalb besser Trichter-Minecarts nehmen. Mit denen ist es besser. Aber ihr könnt euch das vorstellen. Und das Signal können wir hier durchlaufen lassen. Und wenn wir das machen, dann können wir was Folgendes machen. Ihr seht, das Signal läuft hier sehr, sehr schnell durch. Das hier ignorieren wir jetzt nochmal ganz kurz. Das Signal würde hier sehr, sehr schnell durchlaufen. Ich kann mal ein paar Verstärker hier hinmachen, um ein bisschen Verzögerung zu erzeugen. Wir können natürlich jetzt auch hier einfach eine Signalverlängerung machen. Wichtig ist, dass wir die auch mit Observern bauen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, das mal bis hier hin, so, zack und zack. Wenn ich jetzt diesen Notenblock hier drücke, dann läuft hier ein Signal durch. Und wenn ich jetzt im richtigen Moment mein Spiel anhalte, dann seht ihr, dass das Signal irgendeine Form hat. Ihr seht hier die gleiche Form wie hier. Also wir haben den Observer 1, 1, 1, 0, 0, 1. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ich halte mal an. Ja, das ist gerade ein bisschen schwer. Ich halte das Spiel nochmal an. Achtet mal. 1, 1, 1, 0, 0, 1. Merkt ihr das? Das Redstone-Signal wandert wie der Zug durch diese Leitung mit dem richtigen Abstand. Und was wir jetzt machen müssen, ist Folgendes. Ich habe euch ja gesagt, hier am Anfang ist dieses erste Ding hier. Dieses erste Ding hier soll den Zug anhalten. Das ist so eine Art Stoppsignal. Das Stoppsignal wird zuerst geschickt. Das Stoppsignal eilt voraus. Das ist quasi so. Das könnt ihr euch vorstellen wie Folgendes. Wir können ja Folgendes machen. Wir können hier eine Detektorschiene hinmachen. Das funktioniert zwar jetzt nicht so gut, aber ihr werdet vielleicht den Gedanken kriegen. Hier ist eine Detektorschiene, ein Kolben und ein Redstone-Block. Und der Redstone-Block sorgt dafür, dass diese Schiene hier unter Strom steht. Und wenn der erste Zug hier vorne ankommt, dann passiert Folgendes. Der erste Zug kommt auf dieses Ding hier und macht die Schiene aus. Seht ihr das? Weil der Kolben schiebt den Block nach vorne. Und wenn wir jetzt hier hinten eine Reihenfolge von Zügen aufbauen, ne, zack, 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 und wir lassen die jetzt losfahren, dann macht der erste Zug Folgendes. Der erste Zug sorgt dafür, dass die hinteren alle anhalten. Wie gesagt, es funktioniert jetzt mehr oder weniger, aber ihr werdet es verstehen können. Und das Gleiche macht der hier auch. Der erste hier soll jetzt durch diese Repeater durchfahren. Und wenn der am Ende angekommen ist, dann soll der eine Falle aktivieren. Und diese Falle ist ganz interessant. Wenn ihr diese Konstruktion baut, dann ist das lustig. Weil wenn ihr jetzt hier Strom draufpackt, dann seht ihr, der Strom geht hier durch und sperrt sofort diesen Verstärker. Also wenn der Strom wieder ausgeht, bleibt der Strom hier drin. Für immer und ewig, bis ihr das hier abbaut. Ja, das kann auch ein sehr, sehr kurzes Stromsignal sein. Ihr seht, das war ein Minisignal. Und trotzdem, er wurde gespeichert. Und genau das können wir hier auch machen. Nur, dass er nicht nur den ersten speichert, sondern dass er alle auf einmal anhält. Okay? Alle werden auf einmal angehalten. Und wenn wir das jetzt mal machen, sendet man nur einen einzigen hier durch, dann seht ihr, wupp, hält er alle auf einmal an. Und für jeden Observer, den wir jetzt hier haben, können wir mal dem eine Farbe zuordnen. Ich nehme mir dafür mal Wolle für euch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir hier weiß, wir haben orange, magenta, hellblau und gelb. Und das Ganze können wir hier auch rekonstruieren. Das hier ist weiß, orange, magenta, hellblau, gelb. Okay? Und jetzt können wir einfach mal hier ein Output machen. Das ist quasi ein Ausgang an dieser Stelle. So, wir entlocken nochmal alles. Sehr schön. Und jetzt pass auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei orange und hellblau einen von den Viechern hinsetze und ich drücke auf Go, dann, oh Wunder, ihr seht, orange und hellblau ist an. Das Signal läuft wie der Zug durch, wird im richtigen Moment getrappt, angehalten, festgezurrt und ihr seht, das Signal bleibt da drin. Versteht ihr das? Seht ihr das? Das Signal wurde getrappt. Damit das Signal getrappt werden kann, brauchen wir quasi ein Start-Bit, also sozusagen einer, der sagt so, Achtung, da kommt jetzt was und dann kann unser Signal quasi hier eingelesen werden in dieses Ding. Ich glaube, das habt ihr verstanden, oder? Jetzt pass auf, wir können mal machen 1, 1, 0, 1, 0, okay? Und das wird eingelesen. Wir haben jetzt hier
11010. So, das ist jetzt erstmal der erste Mind-Spaß, den wir gemacht haben. Und jetzt pass mal auf, Leute. Das System können wir jetzt mal anders bauen. Also wir bauen genau das gleiche System nochmal. Dazu müssen wir jetzt erstmal eine Wand bauen. Und jetzt wird es ein bisschen interessanter. Ihr habt das System gerade gesehen und ihr habt es verstanden. Ich glaube, jeder von euch wird es verstanden haben. Jetzt bauen wir das System mal ein ganz kleines bisschen anders. Wir setzen mal einen Verstärker jetzt so hin. Und der Redstone-Verstärker bekommt über diesen Block von diesem Redstone sein Signal. Und hier ist ein Verstärker so. Und der bekommt über diesen Block ein Signal. Und der kommt dann von da. Ihr seht, wir bauen immer einen Verstärker einmal so herum, einmal so herum, einmal so herum, einmal so herum. So, das machen wir jetzt quasi eine kleine Schlange, die wir aufbauen. So, und später soll ein Stromsignal hier so in der S-Kurve hier durchlaufen. Das baue ich jetzt einmal ganz kurz, damit das fertig ist. Ein Verstärker kann einen Block unter Strom setzen. Also wenn ihr jetzt quasi Strom habt, und der Strom geht in einen Block rein, dann, tada, zack, der wird unter Strom gesetzt. Das heißt, der Strom läuft durch den Block nach unten durch. Und nichts anderes bauen wir jetzt auch hier. Das heißt, wenn ich jetzt hier oben Strom drauf setze, dann geht dieser Strom, wie ihr seht, durch diese ganze Einheit durch. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Machen wir hier noch eine 7. Einheit und wir machen hier oben nochmal eine 8. Einheit, die hier oben ist. So, so und so. Und hier oben die 8. Einheit lassen wir mal ein Kabel von der Seite reinlaufen. So. Und wir können jetzt Folgendes machen. Wir können jetzt hier genau das gleiche bauen, was wir da unten gebaut haben. Also wir können jetzt auch hier eine Maschine bauen, die mit einem Observer funktioniert. Das heißt, wir nehmen uns jetzt quasi wieder hier einen Notenblock, machen Observer, machen hier diesen Starter und dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Observer und Positionen, wo quasi Observer gesetzt werden können. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann läuft das Signal hier oben durch. Es geht ziemlich schnell. Also wir brauchen noch einen Verstärker hier, klar, damit es 15 Blöcke nicht überschneidet. So, Achtung. Ihr seht, das Ding läuft hier unten durch. Einmal komplett durch den ganzen Spaß durch. Und was ihr jetzt bauen könnt, ist Folgendes. Wir können hier hinten auf jeder Etage einmal einen Verstärker setzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier unten auch ein. Und jetzt müsst ihr Folgendes bauen. Und zwar hier müsst ihr Slabs euch nehmen. Und das ist eine Besonderheit bei Redstone. Redstone kann über Slabs laufen. Und das ist ein richtiger schöner Spaß. Also ihr könnt hier einen Block hinsetzen. Hier könnt ihr einen Slab hinsetzen. Slab, 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 Slab. Dann müsst ihr quasi hier eine Art Hilfssäule bauen. Die braucht ihr einmal kurz, um Blöcke zu platzieren, weil ihr jetzt hier eine Slab baut. Hier eine Slab, 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 Slab. Und da, fertig. Und jetzt packt ihr auf die Slabs euren Strom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das sollte genau passen. Und jetzt habt ihr genau das System, was ihr dort vertikal auf dem Boden gebaut habt, vertikal in die Luft gebaut. Das heißt, wenn wir jetzt unseren Startbit hier durchsenden, dann werden alle Verstärker, wie ihr seht, gelockt. Der Startbit lockt sich hier unten selber. Und alle anderen Verstärker werden auch gelockt. Ihr seht, alle Verstärker werden gelockt. Und die Redstones, die wir jetzt hier haben, behalten dann den Stromwert bei, den wir mit Observern festlegen können. Ihr seht, alle sind geradeaus. Aber wir können zum Beispiel jetzt wieder den Endlocken, nehmen wir einmal hier per Hand das Abbauen und wieder hinsetzen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel ein Muster bauen, zum Beispiel 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, okay? Und wir schicken das rein, dann haben wir dieses Muster hier. Ihr seht, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Okay, wir können auch ein anderes Muster bauen. Wir können auch das Muster 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 machen. Das wäre ein anderes Muster. So, wir lassen den Strom eben durchlaufen und senden das nächste Muster. Und geht durch. Ihr seht, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Genau das Muster, was ihr hier oben festgelegt habt. Verstanden? Also wir können jetzt diese Muster in dieses Ding hier reinpacken. Und jetzt geht's weiter. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir können uns Redstone-Lampen nehmen und jetzt wird's interessant. Denn nun können wir die Redstone-Lampen ein bisschen weiter nach vorne bauen und können jetzt ein sogenanntes 7-Segment-Display bauen. 7-Segment-Display, und es fragen sich auch immer einige, warum baust du das? Je größer ihr das baut, desto schöner ist es natürlich. Ihr könnt das jetzt so groß und so klein bauen, wie ihr lustig seid. Ich baue es jetzt mal 3 Blöcke breit. 7-Segment-Display ist etwas, was es auch im echten Leben gibt. Wenn ihr zum Beispiel eine Mikrowelle habt oder ihr habt einen Wecker oder eine Digitaluhr, jetzt keine Smartwatch, dann werdet ihr vielleicht mal gemerkt haben, dass die Zahlen dort immer gleich aussehen. Und zwar sehen die, oder zumindest fast immer sehen die Zahlen zum Beispiel so aus. Das hier wäre eine 7, ja? Oder eine 4 würde so aussehen.
habt ihr vielleicht schon mal gesehen, die Zahlen, die so dargestellt werden. Und die Besonderheit ist, dass wir 7 Segmente haben und da ist auch der Name 7-Segment-Display. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Segmente und mit diesen 7 Segmenten könnt ihr jede Zahl von 0 bis 9 darstellen. Geht's mal durch. Ihr könnt die Segmente entweder anmachen oder ausmachen. Ja? Ihr könnt es mal mit Lime oder mit Lime mal darstellen. Wenn ich Lime mache, sind sie an. Wir können zum Beispiel 2 Segmente hier anmachen und erhalten die Zahl 1. Wir können zum Beispiel dieses Segment wegmachen. Wir könnten hier was machen, hier was machen, hier was machen und hier was machen und hier was machen und schon haben wir die Zahl 2. Wir können das Segment ausmachen und das Segment anmachen und wir haben die Zahl 3 und so weiter und so fort. Ihr könnt jede beliebige Zahl damit darstellen. So. Und ihr merkt schon, worauf ich vielleicht hinaus möchte. Ich habe hier oben, wie ihr vielleicht merkt, 7 freie Plätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die mit 7 Leitungen verbunden sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind eure Leitungen. Eure Ausgänge aus dieser Schaltung. Was ihr jetzt machen müsst, ist dafür zu sorgen, dass jeder Ausgang mit einem dieser Segmente verbunden wird. Das heißt, wir senden mal ein Signal, wo alle Segmente angehen. Das macht es uns ein bisschen leichter. So, alle an bitte. Und jetzt geht's los. Jetzt müsst ihr quasi ein bisschen verkabeln. Ihr könntet jetzt das unterste Segment mit dem hier verbinden. So, das heißt, ihr baut jetzt eine Redstone-Leitung, die dafür sorgt, dass das unterste Segment das hier ist. Jetzt kommen wir hier hin. Wie kriegt ihr das jetzt angeschlossen? Das ist ein bisschen schwieriger. Da könnt ihr vielleicht von der Seite gehen. Ihr seht jetzt... Das ist ein bisschen doof hier an dieser Stelle. Aber wir können jetzt einen Trick machen. Ihr könnt euch jetzt eine Slab nehmen und die Slab zum Beispiel hier so hinsetzen an dieser Stelle. Und dann nehmt ihr euch einen Verstärker. Und der Verstärker würde jetzt Strom durch die beiden Lampen nach oben und unten schicken. Und wenn jetzt quasi hier Strom drauf ist, seht ihr, könnt ihr alle drei Lampen auf einmal bepowern. So, auch hier wieder Slab hin. So, zack. Dann kommt das nächste Segment. Das nächste Segment schließt ihr beispielsweise jetzt hier an. So, zack. Da unser Redstone schließen wir an. Wunderbar. Das nächste Segment können wir hier anschließen. Machen wir mal. Zack, und ist angeschlossen. Das nächste Segment soll das mittlere hier sein. Könnte mal so hergehen und dann machen wir das vielleicht so. Einmal anschließen. Und das nächste Segment. Da haben wir noch diese beiden hier. Das und das hier. Wo ist das nächste Segment? Da ist das nächste Segment. Das können wir hier links anschließen. So, zack. Und da ist das nächste Segment. Das geht dann hier rein. Das nächste Segment kommt von hier oben. Müsste jetzt ein bisschen nach oben gehen. So, zack, zack. Dann hier so runter. Und das letzte Segment, was wir haben, ist das hier. Das geht dann hier oben rein. So, ihr habt jetzt jedes Segment mit eurer Lampe verbunden. Und jetzt müsst ihr euch einen Zettel nehmen. Am besten nehmt ihr euch, oder ich mache es mal direkt durch am Computer mit Paint, damit ihr das direkt mitverfolgen könnt. Ihr müsst euch irgendwas zum Aufschreiben organisieren, okay? Ich habe Paint, wunderbar. Machen wir mal dick schöne Schrift. Und ihr malt euch jetzt in Paint einmal euer Display, was ihr gemacht habt, eure 7 Segmente. So, so. Und so, jetzt müsst ihr gucken, welches Segment, ihr müsst jetzt machen folgendes, ihr macht jetzt hier oben Nummern, ja, für jeden Observer könnt ihr euch eine Nummer machen, dann nehmt ihr euch vielleicht einfach mal ein Sign und sagt zum Beispiel, das ist die Nummer 1, die Nummer 2, die Nummer 3, die Nummer 4, 5, 6 und die 7. Das hier vorne ist ja natürlich der Startbit, der kriegt keine Nummer. So, und jetzt könnt ihr hergehen und einmal den Strom ausmachen und könnt jetzt quasi einmal die Nummer 1 senden. Ihr sendet die Nummer 1 und ihr guckt, welche Lampe anbleibt. Ihr seht, die unterste bleibt an. Also ist die unterste Nummer 1. So. Und das Ganze geht jetzt weiter. Das heißt, ihr würdet jetzt gucken, Nummer 2 ist das hier. Dann kommt die Nummer 3. Das ist Nummer 3. Dann kommt die Nummer 4. Das war Nummer 4. Dann Nummer 5, Nummer 6 und Nummer 7. Jeder der Striche hat nun eine Nummer. Und jetzt wird es interessant. Jetzt können wir anfangen, eine Zahl darzustellen. Wenn wir zum Beispiel die Zahl 4 haben möchten, ja, bei der Zahl 4 müssen der an sein, der an sein, der an sein und der an sein. Die müssen an sein. Also, was muss an sein bei der Zahl 4? Es muss an sein die Nummer 6, die Nummer 5, die Nummer 4 und die Nummer 2. Also 2, 4, 5, 6. Jetzt geht ihr hier hin. 2, 4, 5, 6. Und packt dort Observer hin. Und jetzt, meine Damen und Herren, werdet es euch wahrscheinlich schon denken können, wenn ich jetzt sende, wupp, tada, taucht hier die Zahl 4 auf. Und das Schöne ist, wie ihr vielleicht merkt, dieses Display ist ziemlich klein.
Und es braucht ziemlich wenig Technik. Ihr braucht nur ein paar Verstärker. Früher in Minecraft, wenn ihr vielleicht schon mal ein Display gebaut habt, ja, dann werdet ihr maybe über solche Sachen gestolpert sein. Hier ist auch ein Display, auf dem eine 4 steht. Und hinter dem Display ist so eine riesen Technik. Und diese Technik sagt quasi, wie die Zahlen aussehen. Und dann gibt es für jedes Display 10 Eingänge. Das sind genau 10 Eingänge, um auf diesem Display alles darzustellen. Ihr merkt schon, das ist ein bisschen kompliziert. Und das Schöne bei diesem Display ist, das ist so einfach. Ihr könnt jetzt dieses Display kopieren, mehrfach nebeneinander. Das werde ich jetzt mal ganz kurz per Hand hier machen. Das heißt, ich mache mal hier einen Clone-Befehl an Minecraft, damit wir jetzt einfach mal das Video weitermachen können. So, ich klone das Display. Einmal von da bis da. Und zwar würde ich es gerne hier hin klonen. So, dann mal hier. Habe ich jetzt irgendwelche Fehler gemacht? Ja, ich habe Fehler gemacht, das war nicht gut. Ich hätte es hier klonen müssen. Genau, es ist wichtig, dass wir das so klonen, dass ein Block Platz zwischen den Displays ist, damit sie sich nicht überschneiden. Das heißt, ihr seht, die gleiche Technik könnt ihr einfach nochmal hier hin klonen oder bauen in diesem Fall. Und nochmal hier hin bauen. So, er ist weit zu weit. Das ist jetzt immer, das kommt auf euch an, wie ordentlich ihr das jetzt macht oder nicht das macht. Ich würde es jetzt einfach ein paar Mal bauen, damit ihr mal einen kurzen Eindruck bekommt. Ihr könnt jetzt das alles abreißen, diese Startertechnik. Ihr habt das Prinzip verstanden. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Also wir sind noch lange nicht fertig, aber ich denke mal, dass ihr das Grundprinzip verstanden habt. Wir können also jetzt über ein Kabel diesem Display mitteilen, wie es denn bitteschön aufgebaut sein soll. Und hier nochmal. So, ihr seht, jetzt haben wir mehrere Display-Einheiten nebeneinander gebaut. Die Zahlen lassen sich jetzt vielleicht nicht so schön lesen. Das heißt, um die Zahlen vielleicht schön lesen zu können, solltet ihr einen schöneren Hintergrund wählen. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel hierher gehen und sagen in Minecraft Fill. Das könnt ihr natürlich per Hand auch im Survival bauen. Also wie gesagt, das ist für beides gedacht. Mal von da bis da mit Black-Wool Replace Air. So, zack. Und wenn ihr jetzt ein bisschen weiter weggeht von dem Ding und ihr hättet jetzt diese dummen Fehlerchen gebaut. Ja gut, ist jetzt ein bisschen offset das Display. Ihr seht mal zweimal links, ist keine Ahnung. Aber jetzt könnt ihr was erkennen. Vor allem, wenn man ein bisschen weiter weggeht, Shader anmacht oder so. Oder was ich euch auch noch empfehlen würde für die bessere Lesbarkeit, dass ihr vielleicht hier oben ein paar Blöcke dran macht, dass sich ein Schatten hier unten bildet. Dann lässt sich das Display relativ gut lesen. 4, 4, 4, 4, 4. Okay? Ihr könnt auch andere Blöcke dort nehmen. Ihr könnt Kolben nehmen, was auch immer. Es ist euch überlassen. So. Was ihr jetzt machen müsst, ist Folgendes. Ihr müsst noch ein Reset machen. Das Display soll sich noch löschen können. Und um ein Reset zu machen, müsst ihr an jeder Einheit nochmal eine Kleinigkeit bauen. Und zwar einen Kolben. Und zwar einen Kolben, der diesen Block zur Seite zieht. Also baut ihr hier einen Kolben hin. Und das macht ihr bei der nächsten Einheit auch. Ihr baut hier einen Kolben hin. Und das macht ihr mit der nächsten Einheit auch. Ihr baut hier einen Kolben hin. Und geht zur letzten Einheit und baut auch hier einen Kolben hin. Das ist die erste Sache. Reset. Die Kolben könnt ihr dann mit einem Kabel anschließen. Zum Beispiel einem roten Kabel. Damit das Ganze quasi gelöscht werden kann. Damit ihr das nicht immer per Hand machen müsst, das Löschen, könnt ihr das einfach auch automatisch machen mit einem Kolben, der den Block einfach zur Seite zieht. Und wenn er diesen Block zur Seite zieht, dann wird unser Display gelöscht. So, das heißt, wir bauen jetzt einmal hier ein paar Verstärker rein, dass das Stromsignal auch überall richtig ankommt. So, perfekt, das sind unsere Verstärker. Jetzt bauen wir einmal hier Redstone an die Kolben, an die Kolben, an die Kolben, an die Kolben, an die Kolben. Und die Kolben müssen normalerweise immer ausgefahren sein. Das ist wichtig, dass ihr dafür sorgt, dass die Kolben standardmäßig ausgefahren sind. Also macht ihr hier nochmal eine Signalveränderung. So, alle Kolben sind ausgefahren. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt diesen Schalter umlegt, löscht sich das Display. Und wenn ihr den Schalter wieder umlegt, dann ist das Display empfangsbereit. Soweit, so gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Trick. Und zwar können wir jetzt rein theoretisch zu jedem dieser Display ein Kabel ziehen, aber das ist ja dämlich. Wir sind ja smart. Wir sind intelligent, Leute. Und aus diesem Grund machen wir Folgendes. Sekunde. Wir können alle Display-Einheiten mit einem Kabel verbinden. Also schaut euch das mal an. Wir müssen jetzt da anfangen, wo unser Kabel als erstes in die Richtung geht. Ah ja, ihr seht schon, das habe ich nicht richtig kopiert. Ich wundere mich gerade schon. Das wurde nicht richtig kopiert. Also müssen wir oben den Teil einmal ganz kurz nachbauen. So, und mal rekonstruieren, sodass es funktioniert. Ah ne, das war falsch. So, zack, zack. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, jedes Display-Einheit hat jetzt hier oben ja hier ihren Eingang. Und was ihr jetzt machen könnt, ist Folgendes. Ihr könnt jetzt bei der ersten Display-Einheit den Eingang ein bisschen verändern, indem ihr hier nach oben geht. Der Strom kann jetzt zwei Wege fließen. Er kann einmal nach oben fließen und er kann wegen dem Verstärker durchfließen in diese Display-Einheit. Okay?
Und hier geht der Strom dann weiter. Genau das gleiche müsst ihr hier auch nochmal bauen. Also ihr könnt auch hier genau das gleiche wieder bauen. Strom könnte in das Display reinfließen. Kann hier oben entlang gehen oder er geht unten entlang. Hier auch wieder genau das gleiche. Strom kann zwei Wege nehmen. Wichtig ist, dass ihr daran denkt, dass der Strom immer diese zwei Wege nehmen kann. Gleichzeitig, also er geht hier unten in das Display, nach unten oder hier oben entlang. Okay? Das machen wir jetzt mal für jede einzelne Display-Einheit und machen jetzt Folgendes. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Wir können das jetzt alles miteinander verbinden. So, ein langes Kabel. Okay, das lange Kabel ziehen wir mal hier entlang. Und erinnert euch noch von gerade für den Code für die 4. Den machen wir jetzt nochmal eben schnell, damit wir einfach mal ein Beispiel haben, um uns das anzeigen zu können. Also baue ich auch wieder hier eine ganz kurze Mini-Einheit, die die Zahl 4 anzeigen kann. Also, wir erinnern uns wieder, irgendwie ein Input und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne, weil wir ja einen Starter haben. Die 4 war 2, 4, 5, 6. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war die Zahl 4. Anderen Kabel bitte anschließen. Verstärker. Und ans Display schicken. Wenn ich das jetzt aktiviere, dann taucht auf jeder Einheit die Zahl 4 auf. Wir wollen aber jetzt quasi Einheit um Einheit haben. Das heißt, was wir jetzt machen können, ist einmal unsere Display-Einheit zu löschen. Geschafft. Und jetzt können wir hier oben das hier machen. Ihr seht, hier ist ein Verstärker. Der schickt ja das Signal an das nächste Display. Und diesen Verstärker können wir jetzt wie folgt machen. Wir können jetzt hier einen Verstärker hinbauen und an den Verstärker eine Fackel bauen und diesen Verstärker locken. So, jetzt ist er nämlich gesperrt. Der kann kein Signal weiter an die nächste Einheit bauen. Also nochmal an die oberste Einheit, Verstärker, Fackel, verneinen, Strom umdrehen, gelockt. Das heißt, ehe nicht diese Einheit komplett voll ist und ein Signal hat, darf das Signal erst gar nicht weiter wandern. Erst wenn die Einheit komplett fertig ist und ihr Signal empfangen hat, wird quasi diese Fackel ausgeschaltet und der Verstärker wird freigegeben. Wenn ich jetzt eine 4 sende, dann achtet, was passiert. Die erste Einheit füllt sich und bleibt stehen. Und wenn ich jetzt nochmal drücke, füllt sich die zweite Einheit und dann dritte. Und ihr seht das richtig, erst wenn die Einheit voll ist, wird quasi die Freigabe zur nächsten Einheit erteilt. Und jetzt können wir, Obacht, mit einer einzigen Redstone-Leitung alles anschließen. So, wir wollen aber jetzt auch mit einer Redstone-Leitung das Display löschen. Es soll ja auch irgendwie zurückgesetzt werden, okay? Und dazu überlegen wir uns etwas, was auf dem Display gar nicht stehen darf. Also irgendein Code, der vielleicht gar nicht existiert. Deshalb löschen wir nochmal alles und wir gucken uns mal irgendeine Zahl oder irgendwas an, was gar nicht existiert. So, und ich würde dafür eigentlich Folgendes machen. Ich würde einmal das hier machen. Ich würde quasi einmal nur einen Strich machen, da oben. Ihr seht, Strich da oben, ja? So, es werden zwei Signale gesendet, 1 und 1 am Schluss und am Ende. Und was ihr jetzt machen könnt hier unten, ist ein Signal-Decoder. Also eine Maschine, die müsst ihr jetzt quasi hinter dem Display bauen oder die könnt ihr im Boden bauen. Und diese Einheit, die wir jetzt bauen, soll nichts anderes machen, als zu erkennen, wenn dieser Code gesendet wird. Also quasi nur ein Strich oben. Wenn dieser eine Strich da oben gesendet wird, dann soll diese Einheit jetzt Ausschlag geben und etwas machen. Und die bauen wir relativ einfach. Wir schließen erstmal hier das Ganze an unser Kabel an. Das heißt, ihr müsst jetzt euer Kabel nach unten führen. Benutzt dabei bitte keine Fackeln, sondern nur Verstärker und Redstone. 1, 2, 3. Das ist super wichtig, weil sonst euer ganzes System durcheinander geht. Also nur Verstärker und Redstone nutzen. Machen wir mal eben. So lernen wir es halt auch. So, also Kabel runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Passt. Unser Kabel kommt da unten an. Wir senden mal den Code. Und der Code soll hier unten für einen Moment immer eingelesen werden und ausgewertet werden. Und zwar relativ zügig. Ja? Also alles, was wir jetzt machen müssen, ist Folgendes. Die Einheit macht Folgendes. 1 soll hier angezeigt werden. Dann nichts, dann nichts, dann nichts, dann nichts, dann nichts. Also quasi, das ist der erste Bit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das ist der zweite Bit. Hier soll was angezeigt werden. Und das Ganze muss natürlich dann ja auch gesperrt werden. Also ihr seht quasi, ihr könnt jetzt einfach das hier machen. So, ich hoffe, dass ich es richtig gebaut habe. Wir werden gleich sehen, ob das richtig oder falsch gebaut ist. Aber das sollte eigentlich funktionieren. Mal gucken, ich drücke mal hier auf den Knopf. Ah ne, warte, das ist eigentlich nicht richtig gebaut. Vergesst das, was ich gebaut habe. Das ist ein Schwachsinn, völliger Schwachsinn, was ich gebaut habe. Wir müssen ja die Bedingung über. Vergesst das. Jetzt habe ich gerade ein bisschen dummen Blödsinn erzählt. Ich entschuldige mich dafür. Ziemlich peinlich. Wir müssen nochmal hier unten quasi eine. Also die Technik, die wir hier vertikal gebaut haben, müssen wir einmal flach bauen. Okay, so. Zack, 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 zack. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Und die letzte Einheit ist ja unser Trap, also unsere Falle. Die Falle geht dann hier runter und aktiviert einmal alles auf der Seite hier. Die Frage ist, passt das so von den Blöcken her? Das werden wir gleich sehen. Ich bin gespannt. Gucken wir mal. So, wir senden Einheit. Sieht gut aus, hat geklappt, aber ihr seht, die letzte Falle hat nicht funktioniert. Ja, und das ist jetzt, das ist Minecraft. Minecraft ist ein bisschen ärgerlich. Wir müssen dafür, dass das funktioniert, hier hinten diesen Mechanismus ein ganz kleines bisschen ändern. Kriegt jetzt keinen Schreck, das hat seine Richtigkeit, was ich hier mache. Ich baue das jetzt einmal so, okay? Am Ende ist das genau das Gleiche. Ihr könnt das hier exakt nachbauen. Das ist nichts anderes als das, was wir haben. Wir haben hier unseren Ausgang, ne, für unsere Display-Einheiten. Das. Das sind unsere Display-Einheiten. Also quasi die 7 Segmente, die wir haben. Und das hier ist dieser Falle-Mechanismus. So, ihr seht, wenn ich jetzt ein Signal sende, dann wird er hier richtig eingelesen. Und es leuchtet nur ein Strich, und zwar die oberste Einheit. Okay, cool. Soweit geklappt. So, das müssen wir jetzt auswerten nur noch. Das heißt, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen hier einen Verstärker hin, wir machen hier einen Verstärker hin, hier einen Verstärker hin, hier einen Verstärker. Verstärker, Verstärker, Verstärker. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die wichtige Sache. Wir müssen jetzt gucken, dass alle, die hier müssen aus sein und der hier muss an sein. Das heißt, hier machen wir jetzt eine Leitung hier hinten. Ich versuche es euch mal so einfach zu zeigen, wie nur eben möglich. Hier machen wir eine Leitung. Und Ziel ist es, dass diese Leitung aus ist. Wenn diese Leitung aus ist, dann würde ja diese Fackel hier, machen wir mal hier einen Verstärker, diese Fackel angehen. Wenn diese Leitung aus ist, soll die Fackel angehen. Deshalb machen wir hier eine Redstone-Fackel hin. Und hier machen wir nichts hin. Keine Redstone-Fackel, sondern einfach nur einen Durchgang. Ihr müsst jetzt nicht mit Verstärker bauen, ihr könnt auch einfach hier so das Ganze anschließen. So, und ihr seht, nur wenn hier bei der letzten Einheit Strom drauf ist, dann ist diese Fackel aus und die ganze Leitung ist aus. Wenn ich irgendeine andere Zahl sende, zum Beispiel irgendeinen anderen Code, zum Beispiel so, ich ändere den Code nur um ein ganz kleines bisschen. Machen wir mal ganz kurz ein Reset. Ich ändere den Code jetzt nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen und ich sende den. Dann schaut, was passiert. Die Leitung geht nicht aus, weil jetzt gerade zwar, ne, ihr seht, hier gerade geht der Strom durch diesen Block in die Leitung rein, bepowert sie. Und selbst wenn auch nur das Ende ist und irgendwo in der Mitte ist noch ein Block, ja, und ich resette das mal, dann, let's do this, würde auch die Leitung nicht aus sein, wie ihr seht. Weil zwar die Fackel aus ist, aber in der Mitte ist ein Signal an. Das heißt, nur wenn die letzte Einheit gesendet wird, also quasi Strich oben, nur dann geht diese Fackel aus. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen automatisieren, dafür sorgen, dass das Ganze auch vollautomatisch läuft. Dazu müssen wir jetzt noch hier eine kleine Maschinchen dran bauen, und zwar einen Kolben können wir jetzt so setzen. Und an den Kolben dran machen wir mal hier einen Verstärker. Ich hoffe, dass das richtig funktioniert. Ja, sieht aber gut aus bis jetzt. Ich hoffe, dass es richtig funktioniert. So, machen wir hier einmal einen Block hin. Und auf den Block drauf setzen wir auch nochmal einen Verstärker, eine Fackel und einmal hier so. Ich muss mal ganz kurz eben kontrollieren, dass ich das euch nicht falsch jetzt gerade erzähle. So. Ja, sieht gut aus. Perfekt, genau. Hat seine Richtigkeit. Sehr schön. Genau. Was wir jetzt gebaut haben, ist ein Mechanismus, der, wenn die Falle aktiviert wird, einen kurzen Moment wartet und dann automatisch die Falle deaktiviert. Schaut hin. Der Stromsignal geht hier unten rein, bleibt eine Sekunde gesperrt und wieder raus. Habt ihr das gesehen? Nochmal, wenn es zu schnell ging. Stromsignal geht in die Falle rein, bleibt einen Moment da und geht wieder raus. Also die Falle macht nichts anderes, als wenn Strom in die Falle reingeht, dann hält sie einen Moment und geht wieder aus, weil Verstärker geht an, Fackel geht an, das hier geht aus, Kolben zieht sich ein, Falle leert sich. Okay? So, jetzt machen wir noch was. Und zwar ein Verstärker einmal bitte so. Diesen Verstärker muss auch auf volle Stufe gestellt werden. Und einmal eine Fackel so. Und diese Fackel so ist das letzte Signal, was hier hinten reingeht. Das sorgt dafür, dass dieses Signal hier, dieses Kabel würde, während ein Signal reinläuft, würde dieses Kabel an- und ausgehen. Und damit es da keinen Ärger gibt, haben wir nochmal das hier am Ende. Und hier ist unser Output. So, was wir jetzt geschafft haben, ist Folgendes. Immer wenn ich jetzt auf den Knopf drücke, geht dieser Output dort an. Ihr seht, die Fackel hat geleuchtet. Die hier. Achtet auf die hier. Wir können das hier umsetzen. So eine Fackel. So. Diese Lampe geht an. Und diese Lampe geht nur an, wenn wir das Richtige senden. Wenn wir jetzt was anderes senden, geht die Lampe nicht an. Wenn wir nochmal was anderes senden, ne, dann geht die Lampe nicht an. Nur wenn wir die Form senden, wo eins am Anfang und eins am Ende ist, nur bei dieser Form schaltet sich die Lampe an. Und das ist quasi unser Reset.
Wenn diese Form gesendet wird, geht die Lampe an und jetzt ist der Rest relativ einfach. Ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass euer Signal hier unten reingeht und einen Moment lang das Ganze an- und ausmacht. Ich empfehle euch hier für Folgendes zu bauen. Ihr baut einen Komparator, so, ein Komparator so. Einmal Strom hier, einmal Strom da und sorgt dafür, dass da einmal ein Verstärker reinläuft. Das ist ein kurzer Stromhaltemechanismus. Wenn hier Strom reinläuft, der Verstärker muss auf volle Pulle, dann wird der Strommoment hier gehalten. Und jetzt habt ihr quasi ein Reset-Signal. Das heißt, wenn ihr jetzt dieses Signal an das Display schickt, dann wird dieses Display gelöscht. Habt ihr das verstanden? Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist ein bisschen komplexer, aber ihr seht, dieses Ding hier kann quasi ein Signal kodieren aus diesem Wirrwarr, was ans Display geht und quasi sagen, ja, war richtig oder nein, war falsch. So, jetzt können wir quasi irgendeinen Code ans Display senden. Ist egal, was wir jetzt ans Display senden. So, einmal hier was hinsenden und einmal hier was hinsenden. So, und sobald wir diesen Spezialcode senden, dann wird das Display einmal gecleared. Okay, weil dieser Spezialcode erkannt wurde. Das sind the basics. Und jetzt, meine Damen und Herren, sind wir in der Lage, eine Grafikkarte zu bauen. Jetzt kommen wir quasi zu dem, wo wir die ganze Zeit hinaus wollen. Grafikkarte in Minecraft. Und das ist erschreckenderweise das Einfachste von allem. Eure Grafikkarte ist letzten Endes, und das habt ihr vielleicht ein paar Mal schon in Craft Attack, nichts anderes gesehen, als 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, als ein Feld von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mal 7, 11 mal 8 Redstone. Das ist es schon. 11 mal 8 Redstone. So, wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr müsst jetzt quasi dieses Feld komplett mit Redstone einmal auffüllen. Ich nutze mir mal kurz den Fill-Command, das geht, glaube ich, ein bisschen schneller. Also Fill von da bis da mit Redstone-Wire. Wichtig ist, dass euer Feld zwei Ausgänge hat, damit quasi, was das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt irgendwo Strom auf das Feld setzen, zum Beispiel hier hinten, dann wird er da vorne bei dem Verstärker nicht ankommen. Deshalb macht ihr bei diesem Feld einmal an beiden Ecken ein Output, und zwar da und da, und die verbindet ihr zusammen mit einer Redstone-Leitung. Achtet darauf, dass ihr hier keinen weiteren Verstärker dazwischen habt, zwischen diesen beiden Ausgängen, dass die beiden synchron sind. So würde ich es machen, wie es jetzt gerade ist. Und alles, was ihr jetzt nur noch machen müsst, ist, eure Grafikkarte zu programmieren. Und das könnt ihr jetzt alleine machen. Ich zeige euch aber, wie es geht. Ihr fangt an mit, ihr geht ein bisschen nach oben, Notenblöcken, die ihr hinsetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und euer erster Notenblock sieht immer so aus. Das ist quasi eure Basisform. Und das Ganze müsst ihr jetzt quasi ja, mehrfach nebeneinander kopieren. Wir machen es mal zweimal, okay, damit ihr es seht. Das allererste, was ihr vielleicht ganz außen macht, ist der Reset. Damit ihr quasi ein Reset-Signal senden könnt ans Display, macht ihr hier außen den Code für Reset. Das ist euer Reset-Code. Wenn ihr jetzt diesen Notenblock aktiviert, wird euer Display gelöscht. So, dann geht's los mit der 0. Das heißt, ihr ruft wieder das Ding hier auf und guckt, was ist eure 0. Es wird alles angezeigt bei der 0, außer die 4. Die 4 darf nicht angezeigt werden, die Mitte. Also alles außer die 4. Dann machen wir mal die 0. Alles außer die 4. Heißt 1, nach oben gucken. 1, 2, 3, nicht die 4, 5, 6, 7. So, bei der 1 muss 2 und 6 angezeigt werden. Also 2, 3, 4, 5, 6. Und damit habt ihr die beiden Zahlen schon drin. Das heißt, ich kann jetzt einmal die 10 an mein Display senden. Das bedeutet, ich sende eine 0 und 1. Boom. Und da habt ihr die 10. Und ihr könnt auch einen Reset-Code senden. Und anschließend sendet ihr zum Beispiel die 1, 1 ans Display. Ah, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Wir müssen einen Moment warten. Also nach dem Reset müsst ihr eine Sekunde warten, bis das Display komplett gelöscht ist. Jetzt könnt ihr wieder senden. So, ab jetzt könnt ihr senden. 1, 0. Und die Grafikkarte macht jetzt nichts anderes, als dass die quasi ihr Stromsignal erhält. Das könnt ihr jetzt an eine Technik anschließen. Und diese Technik soll dann an die Grafikkarte hier ein Stromsignal ausgeben. Wenn ihr die Grafikkarte bepowern möchtet, by the way, mit einer Technik, achtet darauf, dass ihr Folgendes baut, und zwar einen Kolben und an den Kolben dran bitte einen Observer, weil sonst passt es vom Timing her nicht. Also Kolben mit Observer und das sind quasi eure Button-Eingänge. Also jetzt könnt ihr hier eure Technik reinleiten an dieser Stelle und könnt jetzt zum Beispiel halt per Signal sagen, ich möchte gerne löschen.
Und die Grafikkarte wird zurückgesetzt. Ich habe noch Fehler gemacht. Stopp. Ich habe schon gemerkt, irgendwie hat es nicht funktioniert. Richtig. Ich habe einen Block noch vergessen. Die Technik muss noch einen Block weiter hinten. Entschuldigt bitte. So, nochmal. Wichtig ist, dass ihr hier das Ganze durch einen Block leitet, dass immer nur ein Notenblock gleichzeitig aktiviert wird. Jetzt funktioniert es. Also ihr könnt jetzt sagen, Reset, euer Display wird gelöscht. Wenn euch die Notenblöcke nerven mit ihrem Bim, Bim, Plim, dann packt ihr einfach Blöcke hier oben drauf, dann machen die nichts mehr. So, und einmal bitte die 1 an das Display senden. Dann, ach die 0, dann eine 0 und dann eine 0 und eine 1. So, und ihr könnt auch relativ schnell das Ganze ans Display schicken. Und das ist die Funktion der Grafikkarte. Und wenn wir jetzt mal beispielsweise hier auf Craft Attack draufgehen, machen wir ganz kurz. Das ist jetzt ein Survival-Projekt, das kennt ihr vielleicht oder vielleicht habt ihr ein paar Folgen gesehen. Nur um euch das Ganze mal zu zeigen, fliegen wir mal hier hin. Eine Sekunde. So, hier habe ich einen Zähler hingebaut. Ihr seht da unten und wartet mal drauf, was jetzt passiert, wenn ich mich jetzt hier hinbegebe. Hier habe ich einen Zähler gebaut. Und dieser Zähler zeigt die Tageszeit an oder zeigt an, wie viele Stunden dieses Projekt schon läuft. Und ihr seht, dass er die Daten erhält. Also ihr seht 1416. Und wenn ihr dieses Tutorial jetzt quasi gesehen habt, ihr seht hier, dass ja die Technik genau die gleiche ist, die wir gerade gebaut haben. Nur aus Cobblestone gebaut. Wir sehen das Ding übereinander. Hier unten, das ist dieser Mechanismus, der erkennt, dass das Ding resettet werden soll. Und dann haben wir jetzt nur ein einziges Datenkabel, über das wir alles schicken können. Reset, Information und Zahlen. Und das Kabel kommt, geschafft, das ist so ein langer Weg, von hier hinten. Und hier seht ihr, ist genau das gleiche auch gebaut. Wir haben hier einmal diese Grafikkarte. So, das ist unsere Grafikkarte. Das hier ist das Reset-Signal der Grafikkarte. Hier an dieser Stelle. Und hier ist ein bisschen komplizierte Technik, die müsst ihr nicht unbedingt verstehen. Aber diese Technik, die ich hier gebaut habe, die ist relativ kompakt, deshalb sieht es auch so kompliziert aus. Aber die sendet die Zahlen an die Grafikkarte. Ihr seht, wenn ich jetzt auf diesen Knopf hier drücke, wird der Reset-Code gesendet. Und jetzt achtet mal, gehen diese Fackeln an und diese Fackeln senden jetzt die Zahlen. So, und jedes Mal, wenn die reingehen, kodiert das die Grafikkarte und schickt es an unser Display. Da sehen wir die Grafikkarte, das war das Reset-Signal und jetzt geht's los. Jetzt werden die Zahlen kodiert. Da werden die Zahlen gerade von der Grafikkarte erstellt und per ein Kabel an unser Display geschickt von diesem Ort. Das ist eine Grafikkarte in Minecraft. Ihr könnt das Ganze dann mit Buchstaben verwenden, ihr könnt das Ganze dann verwenden mit eurem Redstone-Wissen. Ich würde sagen, es ist eine Sache für fortgeschrittenere Redstoner unter euch. Aber baut das Ding doch mal in eurer kreativen Testwelt, spielt ein bisschen damit rum und vielleicht findet ihr auch eine Verwendung, um das Ganze hier im Survival zu nutzen. Es gibt so viele mögliche Verwendungsstufen. Ich habe dieses Ding jetzt, glaube ich, schon in allein diesem Projekt Craft Attack 3, 4, 5 Mal so eine Grafikkarte gebaut. Nur um euch mal ganz kurz ein bisschen zu zeigen, was ihr noch bauen könnt mit so einer Grafikkarte. Hier, Stadion. Wir haben hier ein Stadion und da haben wir ein Anzeigeboard, was Ziffern anzeigt. Und guess what? Dahinter befindet sich auch eine Grafikkarte. Ich kann auf 0 drücken. Und jetzt wird auch mit einem Redstone-Kabel ein Reset-Befehl an dieses Display geschickt. Da ist der Reset-Befehl. Wait for it. So. Und das Display erhält per Grafikkarte zwei Sachen. Hat halt den Vorteil, dass ich zwar eine recht komplizierte Technik hier bauen muss, aber nicht eine große Technik. Ihr seht, auch hier haben wir wieder eine Grafikkarte in Minecraft. Und wenn wir mal noch eine letzte Sache uns angucken, und zwar dieses Spiel, was ich hier gebaut habe. Bei diesem Spiel ist es so, dass hier ein Pattern von Minecarts, Subway Surfers, vielleicht habt ihr es gesehen, auf den Spieler zukommt und der Spieler muss diesen Minecarts ausweichen. Hier nutze ich die Technik der Grafikkarte quasi ein bisschen anders. Und zwar, das ist quasi, pass auf. Schaut euch das an. hier ist die Grafikkarte. Und ich mache nichts anderes, als quasi Einheit um Einheit, also quasi Grafikzelle um Grafikzelle abzurufen, um dann diesen Code binär über dieses eine Datenkabel hier auslesen zu lassen und dann die Spender richtig zu aktivieren. Also, ihr seht, mit dieser digitalen Grafiktechnik könnt ihr eine ganze Menge erreichen. Ich hoffe sehr, dass ihr heute was gelernt habt. Ich bin gespannt, wie gut ihr jetzt mit Redstone geworden seid. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin total fertig. Wir haben schon wieder ein 45 Minuten Redstone-Seminar hinter uns. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute.